Der mächtigste Banker der Welt, Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, hat kürzlich gesagt, vor jedem Crash fühlt es sich besonders gut an den Märkten. Was erleben wir derzeit? Aktienmärkte auf Allzeithoch, Krypto-Rally mit Bitcoin über 58.000 Dollar. Die Märkte verhalten sich also so, als wären die Zinsen bei Null und die Notenbanken würden massiv Liquidität ins System schütten. Eigentlich ist ja eher das Gegenteil der Fall. Die Zinssenkungserwartungen und Hoffnungen sind immer weiter zurückgedrängt worden. Jetzt gibt es sogar die Möglichkeit, dass möglicherweise vor der US-Wahl die Zinsen gar nicht mehr sinken. Gleichwohl feiern die Märkte eine Party und wir wollen uns mal diese Kluft zwischen dieser Party und der Realität anschauen, nämlich der Realität on the ground gewissermaßen, und nicht, dass es jetzt wieder heißt, ich würde einen Crash prognostizieren oder sage, es gibt einen Crash, aber ich will zeigen, wie sozusagen die fundamentale Realität von den Finanzmärkten entfernt ist, dass das Ganze irgendwie nicht mehr zusammenpasst und da natürlich ein gewisses, vorsichtig formuliert, Rückschlagpotenzial besteht, was nicht bedeutet, dass die Märkte noch weiter nach oben gehen und die Euphorie noch weiter zulegen kann. Das haben wir ja in der Vergangenheit immer gesehen. Hier nochmal diese Aussage von Jamie Dimon. Vor jedem Crash fühlt es sich besonders gut an und verweist dabei auf das Jahr 1972. Da fühlte es sich auch großartig an und dann aber plötzlich ändern sich die Dinge. Schauen wir uns mal an, wie derzeit die Erwartung ist. Die Zinsen werden sinken, aber gleichzeitig eine wirklich tolle Wirtschaft bleiben. Das zeigt hier die Umfrage der großen Investoren oder untergroßen Investoren. Die meisten erwarten eine wunderbare Landung, sehen wieder Hoffnungszeichen, dass es auch im Gewerbe nach oben geht, etc. etc. Und richtig ist, wie die Bank of America schreibt, neue Allzeithochs sind kein Verkaufssignal, meistens sogar das Gegenteil. Meistens sind solche Allzeithochs sogar Kaufsignale. Unten sehen wir mal eine Grafik von Sven Hendrik, die den S&P oben zeigt und dann die Gap Earnings, also wie stark legen diese Earnings zu oder nehmen ab. Wir sehen, wir haben einen Anstieg dieser Gap Earnings, aber natürlich lange nicht in dieser Dimension, wie die Kurse gestiegen sind. Das heißt, die Kluft zwischen dem, was real verdient wird von den Unternehmen, und der Kursentwicklung ist immer größer geworden. Das nennt man dann Multiple Expansion, das heißt, die Bewertungen sind einfach immer höher geworden. Mit anderen Worten, die Aktien sind immer teurer geworden. Und so stellt eben jeder Sven Hendrik auch fest, hier linke Grafik. Die Märkte verhalten sich so, als hätten wir Nullzinsen und Quantitative Easing, also Liquidität würde ins System gepumpt. Nein, das ist nicht so. Als die Zinsen bei Null waren und die Fed Quantitative Easing betrieben hat, da hatten wir zumindest ab und zu Volatilität, hatten sogar Rücksetzer an den Aktienmärkten, während eine Two-Way Price Discovery, also keine Einbahnstraße, was die Preise betrifft. Hier sehen wir ja diesen massiven Anstieg beim S&P 500, das in einer Phase, wo wir normal saisonal schwach sind, wenn ein amtierender Präsident wieder antritt. Zur Wahl ist ja meistens die zweite Februarhälfte, erste Hälfte März. Eigentlich eine sehr schwache Phase, nichts davon ist bisher der Fall. Aber wie gesagt, wir sehen hier eine euphorische Reaktion als damals, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hatte und Quantitative Easing in großem Maßstab gemacht hat. Und woher kommt das? Nun, durch die sogenannte Lockerung der Financial Conditions, wie wir hier sehen. Der Index hier über Financial Conditions von Goldman Sachs, jetzt mit einer der größten Lockerungen, seit man diesen Index berechnet, nämlich seit 1982. Und das wiederum ist auch eine Folge der Aktienanstiege. Hier unten sehen wir links mal Jerome Powell und Arthur Burns, also jenen Fed-Präsidenten, der zu früh die Zinsen gesenkt hatte, die Inflationsgefahr verkannt hat. Das kann man Jerome Powell nicht vorwerfen. Powell ist eher schon derzeit wieder wie Paul Volcker, jener Notenbankchef der Fed, der die Zinsen massiv angehoben hat, während Janet Yellen eher eben wie Arthur Burns agiert, denn Janet Yellen weiß um die exzessive Verschuldung und dementsprechend müssen eigentlich die Zinsen runter. Nur, wie willst du jetzt die Zinsen in diese Euphorie hinein senken? Dann erzeugst du ja noch mehr Euphorie, noch mehr Nachfrage und die Dinge entgleiten dir immer mehr. Allein das, was hier mit der Lockerung der Financial Conditions passiert ist, so
Hier eine Analyse von BNP Paribas sagte, hat etwa 100 Basispunkte an Zinssenkungen verursacht oder hat den Effekt von 1% Zinssenkung. Also faktisch ist es nicht mehr so, dass die Zinsen jetzt über 5% sind, sondern nur noch knapp über 4% durch die Lockerung der Financial Conditions. Und das sehen wir dann sofort, wie das sozusagen in die Realwirtschaft einfließt, sichtbar an den Hauspreisen. Hier Case-Shiller Hauspreisindex. Hier sehen wir die Daten aus dem Dezember. Die haben sich wieder beschleunigt. 5,5% sind die Hauspreise gestiegen. Direkt eine Folge eben der fallenden Mortgage Rates, also der fallenden Hypothekenzinsen, die zwischenzeitlich ja deutlich unter 7% gesunken waren. Dann plötzlich oder dadurch wird dann sofort wieder neue Nachfrage ausgelöst. Das wiederum treibt die Preise nach oben. Also wir sehen eine weitere Inflationierung der Assetpreise im Immobilienbereich, bei Wohnimmobilien, im Aktienbereich eben an den Aktienmärkten. Vermögenspreise inflationieren also weiter. Auf der anderen Seite sehen wir andere Sektoren, die durchaus unter diesen hohen Zinsen massiv leiden, etwa im Gebäudeimmobiliensektor. Hier gestern ein 26-stöckiges Manhattan-Büro-Gewerbeimmobilienobjekt, das gestern für 1 Dollar verkauft wurde, respektive ein kanadischer Pensionsfonds, der da schon viele Millionen reingesteckt hat, hat seinen Anteil, nämlich 29%, für 1 Dollar verkauft, praktisch also verschenkt, weil nichts mehr wert. Hier sehen wir die andere Seite der Medaille. Also zwischen Euphorie und, wenn man so will, Crash, denn hier sind wirklich crashende Immobilienpreise im Gewerbeimmobiliensektor der Fall. Und wenn wir uns nochmal die Zinserwartungen anschauen, sehen wir nur eine 38%ige Chance jetzt für 4 Zinssenkungen. Wir waren vor einem Monat noch bei einer über 50%igen Chance, dass es mindestens 6 Zinssenkungen gibt. Wir sehen also März praktisch ausgeschlossen, auch 1.5., also 1. Mai, 80% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen so bleiben. Erst dann am 12.06. die erste Zinssenkung. Wir haben also einen sehr großen Shift gesehen von der Erwartung, dass die Zinsen vielleicht sogar 7-mal sinken, bis auf jetzt 3-mal. Und das in einer Situation, wo eben die USA sinkende Zinsen durchaus brauchen könnten, eben aufgrund der starken Belastung des Haushalts der USA durch diese Zinsen. Hier Thorsten Zwock von Apollo hat jetzt mal gezeigt, dass die USA immer mehr Italien ähneln. Die haben zwar jetzt immer noch mehr Zinszahlungen, nämlich die Italiener, als die Amerikaner in Relation zu ihrem BIP, aber das wird sich in den nächsten Jahren dann angleichen. Dann ist man praktisch auf Augenhöhe, was eben die Zinslast betrifft in Relation zur Wirtschaftskraft. Und schauen wir uns mal an, die Amerikaner werden alleine im Jahr 2024 jetzt 11,5 Billionen an neuen Geldern aufnehmen. Und das über Long-Term-Anleihen, also über länger laufende Anleihen, das ist mehr als 50% dessen, was vor Corona damals der Fall war. 39% aller langlaufenden Anleihen sind dann US-Staatsanleihen in der Welt. Die Chinesen wiederum werden dann die Japaner als Nummer 2 überholen mit 1,7 Billionen. Das ist also etwas mehr als ein Zehntel dessen, was die Amerikaner haben. Das zeigt die Dimension. Dementsprechend bräuchte man eigentlich sinkende Zinsen, aber wir sehen diese Zinserwartung auch in dieser Grafik, die geht zurück. Und warum geht die Zinserwartung zurück? Erstens, weil die Konjunkturdaten überwiegend jetzt besser waren, aber vor allem, weil die Inflation wieder nach oben gegangen ist. Und das dürfte durchaus auch erstmal anhalten. Fast 40% der kleineren Firmen sagen, ja, wir planen jetzt, die Preise in nächster Zeit zu erhöhen. Vor 3 Monaten waren es nur 20%, also um und bei die Hälfte. Wir kriegen ja morgen die PCE-Verbraucherpreise aus dem Januar, nachdem ja CPI und Erzeugerpreise schon höher waren, dürfte das auch wahrscheinlich höher sein, wäre dann jetzt nicht mehr die große Überraschung. Und heute bekommen wir die BIP-Zahlen, nämlich aus dem 4. Quartal. Das ist die 2. Veröffentlichung, da immer besonders interessant die PCE-Kernrate, die PCE-Preise, also die Inflationskomponente, wenn man so will, in diesem BIP, in der BIP-Berechnung. Hier sehen wir mal, wie zuletzt 4,9, 3,3% das BIP, das war ja auch die letzte Berechnung hier, 3,3%.
in der ersten Veröffentlichung. Also wir sehen, da ist durchaus Wachstum ganz anders als in Europa. Dennoch sehen wir, dass in letzter Zeit oder in den letzten Tagen genau gesagt, die Daten etwas schwächer wieder geworden sind aus den USA. Die Wirtschaftsdaten sind die Economic Surprise Index für die USA wieder etwas nach unten gegangen. Gleichwohl sehen wir, dass zum Beispiel Junk Bonds, also Schrottanleihen, wenn man so will, das Risiko wird so gering bepreist wie seit Jahren nicht mehr gegenüber normalen Unternehmensanleihen oder besser bonitären Unternehmensanleihen. Das heißt, die Investoren sehen praktisch kein Risiko, während wir dann eben solche Dinge wie am Gewerbeimmobiliensektor sehen. Gestern dann noch Interessantes vom Conference Board, dass seine Zahlen aus dem Februar massiv nach unten revidiert hat. Und da sehen wir, dass hier irgendetwas passiert sein muss. Man weiß nicht genau, was da genau passiert ist, aber es ist wie so oft zuletzt, dass Daten nach unten revidiert werden. Hier hat ein Twitter-Kommentator gefragt, ja, wie könnt ihr das nach unten revidieren? Fragte die Leute dann nochmal, die vorher das und das geantwortet haben. Hast du es dir inzwischen überlegt? Ich glaube, das war nicht genau das, was du damals gefühlt hast. Also revidier nochmal deine Meinung. Das ist sehr, sehr seltsam alles hier in diesem Conference Board, Consumer Conference, das gestern ja deutlich schwächer war als eigentlich erwartet. Macht aber nichts, weil die Märkte in KI-Euphorie sind. Und hier diese Aussage des ehemaligen Google-Chefs Eric Schmidt, der gesagt hat, jeder wird doppelt so produktiv sein. Jeder, interessanterweise. Hier ein Tweet, der sagt, also vor 3 Monaten, wenn man bei ChatGPT eine Anfrage gestartet hat, dann waren etwa 3 von 10 Anfragen, hat der Algorithmus gesagt, also das würde unsere Content Policy violaten, also das wieder spricht sozusagen unseren Vorgaben. Inzwischen sind es 7 von 10, das heißt, wir sehen diese Einschränkung der Möglichkeiten, wenn man so will. Hier sehen wir nochmal die Grafik, dass kurzfristig meistens neue Technologien überschätzt werden. Dann kommt die Enttäuschung, dann unterschätzt man sie und dann zeigt sich das wahre Potenzial. Jetzt sehen wir diese Probleme, die Google hat. Hier eine Überschrift von Bloomberg. Google left in terrible blind by pulling AI future after right-wing backlash. Nachdem Google es geschafft hat, sozusagen zum Beispiel Wehrmachtssoldaten nur schwarz oder asiatisch aussehen zu lassen und Wikinger und schwedische Frauen alle schwarz oder mindestens asiatisch und das sozusagen aus diesem Woken-Ansatz heraus, ja, niemand zu diskriminieren, also man will unbedingt Rassismus vermeiden und wird dabei selbst dann rassistisch, indem eben die KI keine weißen Menschen mehr oder hellhäutigen Menschen mehr zeigen darf. Es ist so unfassbar irre, dementsprechend sollte man sich nicht nur aufregen, wenn man Right-Wing ist, also irgendwie sehr rechtslastig. Ich glaube, das ist schlichtweg eine Art neuer Rassismus, den man genauso verurteilen muss, ob man eher linksliberal ist oder rechtskonservativ. Es ist eine Form des Rassismus. Und dann eben hier von Bloomberg zu sagen, naja, Rechte würden sich darüber aufregen. Elon Musk hat es schon hier auf den Punkt gebracht. Das sei insanely racist and sexist, was Gemini, diese KI von Google, da gemacht hat. Und viele sind da echt ziemlich angenervt. Wir sehen übrigens jetzt in Sachen Tech nochmal, dass, wie die Bank of America zeigt, wir jetzt 5 Wochen an Geldabflüssen aus dem Tech-Sektor haben. Das ist die längste Strecke seit Juni 2022. Tech flows are the most negative since June 2021. Vor allem Hedgefonds waren vor den Nvidia-Zahlen massiv drin, sind aber danach massiv rausgegangen. Wir sehen ja derzeit an der Wall Street, naja, irgendwie so ein Seitwärtsgeschiebe, es geht nicht rauf, es geht nicht gescheit runter. Wir haben jetzt die Meldung, dass Apple seine Elektroautopläne aufgibt. 16 Jahre hat man hier damit verbracht und hat viele Milliarden investiert. Das Team, das für diese Elektrofahrzeuge tätig war, das soll jetzt in Sachen KI praktisch mal eben tätig werden. Also wenn du kein Auto bauen kannst, okay, dann machst du KI, das geht immer. Das ist bestimmt heute 60 Milliarden an Marktkapitalisierung wert. Alleine diese Message würde man sagen, eigentlich wollte man dieses Auto dann mit mindestens 100.000 Euro oder Dollar verkaufen. Allerdings hat Apple dann gesagt, naja, die Marge wäre dann aber relativ gering. Unten sehen wir übrigens mal das iShares Clean Energy ETF. Das ist praktisch der nächste Rückschlag für die Elektromobilität, könnte man sagen. Und da geht es seit Anfang 2023 eigentlich für
diese alternativen Energien nur noch nach unten. Nach oben geht es derzeit in der Euphorie für Bitcoin. Wir sehen hier diesen massiven Anstieg. Jetzt Charles Gasparino von Fox, der sagt, okay, hier das Weiße Haus sei besorgt, dass sozusagen hier ein weiter steigender Stromverbrauch das Stromnetz in den USA gefährden könnte. Die Kryptoszene wiederum sagt, naja, das wird wahrscheinlich als Ausrede genutzt, um die Regulierungen zu vergrößern. Dennoch sehen wir Krypto-Rally, heute Morgen Bitcoin über 58.000 Dollar. Wir sehen auf der anderen Seite massive bärische Divergenzen. Gleichzeitig extrem bullische Stimmung der Bitcoinistas. Also da sehen wir die Euphorie am Start und gleichzeitig das Risiko damit steigen. Wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, hier zum Beispiel sind anders als in den USA die Preiserwartungen weiter gesunken. 15 Punkte, wie das IFO sagt, nach 18,8 noch im Januar. Die Inflation dürfte in Europa schneller zurückgehen, schlichtweg, weil die Wirtschaft eben auch deutlich schwächer ist. Und hier, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen. Zinsen. Möglicherweise wird die Fed die Zinsen gar nicht senken vor November. Was genau da zu erwarten ist und wie die Fed agiert, da gibt es bestimmte Muster, die hochinteressant sind, die in diesem Artikel enthalten sind. Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung. Apple gegen Tesla 0:1, der iCar-Traum ist offenkundig aufgegeben worden von Apple. Apple und Tesla sind ja die beiden mit Abstand schwächsten Kandidaten aus dem Magnificent Seven. Also hier zwei Verlierer, die weiter verlieren, wenn man so will. Hier, wenn man so will, auch Apple eben verloren hat. Diese beiden Empfehlungen möchte ich Ihnen auf den Weg geben. Das gestrige Webinar mit Marc Friedrich, das mich sehr stark gefreut hat oder das richtig spritzig war, wie ich fand. Ich denke, das könnten Sie auch finden. Ich hoffe, dass wir es heute online bringen können. Spätestens morgen werden wir dann auf Finanzmarktwelt etc. werden wir dieses spritzige Gespräch mit Marc Friedrich dann darstellen. Das werde ich dann auch hier nochmal oder werde dann auch hier nochmal im Video darauf hinweisen mit einem Link dazu. Also zunächst mal diese beiden Verlinkungen, die Sie unter dem Video finden. Und jetzt wünsche ich Ihnen das Allerbeste und sage Servus und Ciao.